Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gibt es eine wunderschöne Runde von Gewitter im Kopf, Tourette als Dönerverkäufer. Wieso habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt eine wunderschöne Runde? Sage ich eigentlich immer zu meinen Let's Plays, aber ja gut, ist auch eine Runde, ne? Als Dönerverkäufer, uiuiuiui, das kann doch nichts werden. Ich war früher mal so krass, muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ich habe damals, das war vor 3 Jahren, habe ich jeden Tag 2 Döner gegessen. Also meistens ein Döner und ein Dürum oder ein Döner und eine Dönerbox und das jeden Tag. Und witzigerweise habe ich nicht 1 Kilo zugenommen. Und jetzt gucke ich einen Döner von Weitem schon an und ich nehme irgendwie schon 30 Kilo zu, ne? Ne, wenn Ärzte zu euch sagen hier von wegen, ihr werdet irgendwann fetter, also wenn ihr jünger seid, glaubt mir, das stimmt. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, das Intro ist heute mal ohne Jan. Der Sturmwaffel, denn Sturmwaffel. Ich habe uns heute verabredet, um einfach mal Döner essen zu gehen. Denn du warst ja noch nie Döner essen und ich dachte mir, ich entführe dich dann mal in die Gelüste der Döner. Stimmt ja, da war ja was. Die Gelüste. Was? Ich weiß auch nicht, was ich. Ja, das Problem ist, man sollte andere Menschen nie zu einer Sucht bringen. Problem ist, hier wird gerade der Tim zu einer Sucht gebracht. Also, wenn ihr süchtig nach Döner seid, sucht euch Hilfe. Kann man auch bei der Telefonseelsorge anrufen. Der arme Tim, der wird jetzt Döner essen und der wird jeden Tag dann Stammkunde da sein. Jeden Tag. Aber gut, andere Leute dazu bringen. Wir gehen jetzt mal rein und genau, wünschen euch sehr viel Spaß bei diesem Video, Freunde. Und bei Tims erstem Döner. Wie alt bist du? Ist das nicht normal? Wie alt bist du? Ist das, warum verurteilt mich jeder dafür? Ist das so schlimm? Wie alt bist du? 21. Und noch kein Döner, Alter. Komm, wir gehen, du kriegst jetzt einen Döner. Wir gehen da jetzt rein. Mir reicht's. Und somit fängt die Sucht an. Ja. Du musst jetzt einmal einen Döner-Crashkurs machen für ihn. In 5 Minuten zeigen, wie man einen Döner macht. Ja. Erstmal die Döner, ne? Brot von mir. Aber okay. Erstmal die Handschuhe. Erstmal Handschuhe. Ja. Was denkt ihr, würdet ihr bei einer. Wenn ihr selber beim Dönerladen arbeiten würdet und ihr mögt Döner, würdet ihr irgendwann abends euch selber immer einen Döner machen oder denkt ihr eher, gut, ey, das würde mir irgendwann aus dem Hals rauskommen? Ne, genauso wie ich arbeite jetzt momentan, ich sage jetzt einfach in der Chemie und, ich sag's, in der Pharmazie und ich kann keine Tabletten mehr sehen, irgendwie, das kommt mir aus dem Hals raus, irgendwie, wir machen ja wirklich alles für alle Kunden, für alle Länder und ich habe ja damals schon mal gesagt, in einem anderen Video, seit ein paar Jahren auch keine Tabletten mehr. Pizza! Na, ich serviere Katzenfleisch. Nein. Ne, hier. Ach, die wussten gar nichts von. Ja. Schön Brot rein. Einmal alles. Scharf hoch? Ja. Ja. Ja, mach mal ein bisschen scharf drauf. Doppel muss ich wirbeln, ne? Ja. Und dann nochmal scharf? Und jeder Mensch hat einen Dönerladen. Das reicht dann scharf. Noch warme Hände. Katzenfleisch. Ah ja, das war gar nicht so schwer. Also ich denke, das schaffe ich ja auch. Doch, neuer macht das, ne? Okay. Das Geld gehört mir. Hast du verstanden, wie es geht? Ja, ich hab ja gut aufgepasst. Warme Salat, alles komplett? Was? Ja. Ganz kurz, bitte. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja. Könnt ihr noch ein bisschen Soße drauf haben? Macht der Jan gerade. Nee, ne? Jan macht nicht den Döner für die Frau. Mach mal ein bisschen Soße, Sasuke. Mach mal ein bisschen Soße, bitte. Klar. Rauf. Dankeschön, sehr nett. Da, cool. Gerne. Mit Kraut und Rüben. Ja. Wo ist denn hier die Zange? Kommt eigentlich zuerst das Fleisch, oder? Ich hab ja alles gemerkt. Ja. Aber es hat jetzt war gar nicht so. Wie würdest du das denn machen? Gib mir doch Geld! Alter! Ja, los! Raus damit! Danke! Mal schauen, wenn das Gehalt zu spät kommt, gehe ich zu meinem Chef. Gib mir das Geld, Mann! Raus damit, Mann! Ich will das Geld jetzt haben. Aber dann wird man gekündigt. Dann mache ich das nicht. Jetzt bin ich voll genug von mir.
Schwierig jetzt. Echt lecker, oder? Das ist Katzenfleisch. Ha! Mmh, ja. Lecker. Jan, was hast du denn hier? Hi. Schauspieler-Talent, 10 von 10. Ja, ist auch gut, ne? Ja, ich hab noch so einen Nebenberuf zu YouTube. Die Gastronomie mag ich ganz gerne. Ja. Achso. Das ist eine reale Situation. Du machst unseren Döner. Genau, was kann ich denn für euch tun? Ich würde einen Döner nehmen. Davon hast du ja schon so viel. Was? Im Dönerladen ein Döner? Also bitte! Obwohl, es gibt die meisten, also bei uns der Dönerladen des Vertrauens, da habe ich mir früher immer meinen Stuff geholt, und bin ich immer so vorne, ich brauche einen Döner, bitte, ne? Wie als wäre ich, Entzug, ne? Wie als hätte ich so einen Entzug, aber die haben auch Pizza und sowas verkauft, ne? Die haben alles verkauft. Und ich brauche mal mein, gegessen. Okay, dann mache ich das mal. Ist nur für zum, ne? Ja, das habe ich gerade eben gelernt. Also man merkt, der macht schon länger. Ja, bestimmt schon so 5 Minuten. Okay, Freddy, was willst du denn für eine Soße haben? Oder welche Soßen? Cocktailsoße, also die genau. Ja. Und ein bisschen scharf. Okay. Alles? Immer alles. Mit Katzenfleisch. Auch das? Ja, hier sind tote Katzen. Und was willst du für ein Fleisch haben? Katzenfleisch. Bitte. Ich glaube, das war in der Mitte. Soll ich schneiden? Ach, wie beim letzten Menschenopferritual. Als Satan. Geht das so? Ja, so ging er, ne? Als Satan. Was ist denn los? Es liegt einfach dran, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass es in einer Pizzeria so scheiße warm ist und jetzt schwitze ich. Und nebenan ist ein Teddy, ne? Also schön, wenn man Döner gegessen hat und kein Geld mehr hat, nur noch 1-2 Euro, kann man rübergehen und sich da noch was gönnen für 1 Euro. Schlau gemacht, raffiniert. Ah ja, okay. Okay. Achso, schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr euren Döner damals gegessen habt, ob ihr immer alles drauf geklatscht habt. Oder es gibt ja viele Döner nur mit Fleisch oder Döner nur mit Salat. Gut, das stand ich immer so davor und dachte mir, dann kauf du einfach im Laden Salat, wenn du nur Salat haben willst. Aber gut, okay, solche Menschen gibt's auch. Die muss man nicht verstehen, die gibt's halt. Ja, irgendwann habe ich mir das, weil meine Sucht so stark wurde, anal eingeführt oder hab mir auch den Döner dann gespritzt, ne? Je nachdem, wo ich dann jeden Tag da war, ne? Und ging's, musste schnell gehen und dann. Boah. Das sieht ja sehr lecker aus, dankeschön. Sehr gerne. Was bekommen Sie dafür? 8,50. Genau, du sagst es. Was? 8,50? Der Kunde bestimmt den Preis hier, das finde ich ja toll. Aber brauchst du nicht noch einen Döner? Ja, ich brauche auch noch einen. Ach, du willst auch einen? Dann mache ich dir auch noch einen. Ich hoffe, das war ein Joke mit 8,50. Okay, ja klar, ich bin ja jetzt schon Meister darin. Fällt dir das schwer mit dem Tourette-Syndrom, das Schneiden und so? Nee, damit nicht. Ich habe irgendwie... Das sieht so einfach aus, aber wenn ich da so dran schneide, da kommt, wenn ich das mache, so in erster Linie so Fett runter. Ich glaube, ich muss das Ding anders also in der Hand. Also ich hätte abends mit der Kamera übelst viel Spaß, die neben neben Jan gerade ist, da hätte ich übelst viel Spaß. Wenn ich alleine dann im Dönerladen wäre, würde ich gerade... Enthalten. Ah, die ist, glaube ich, es gibt jetzt nichts, was dir irgendwie schwer ist. Du kleines Affe. Nur wenn ich drin bin. Nee, oder sonst nicht. Du mehr konzentrieren musst wegen dem Tourette-Syndrom. Also konzentrieren die ganze Zeit, aber sonst eigentlich finde ich es jetzt nicht sehr kompliziert. Was könnte sein, wenn du dich nicht konzentrierst? Dass ich dann halt den Kunden nicht zuhöre und irgendwas drauf mache. Achso, aber nicht, dass du jetzt irgendwie hier mit Salat oder so um dich wirst. Gut, dass du das nicht gesagt hast. Guck so. Gut, ja, gut. Sie sind dünn, das ist gay. Voll gut, ja. Oh, Alter. Ach, ich find's, muss sagen, so, ich hab's eine schwierige Frage. Boah, ich würde jetzt sowas von reinbeißen. Einfach. Dann ein bisschen Salat mit reinkippen und dann. Oh,
Gibt's eigentlich für Dönersüchtige irgendwie so eine anonyme Gruppe oder so ein Krankenhaus, wo man sich stationär behandeln lassen kann? Das wäre eigentlich mal was, wo das Gesundheitssystem mal gegen vorgehen muss. Und da spreche ich jetzt von tiefstem Herzen. Liebe Politiker, bitte lasst eine Reform rausbringen, die Menschen in Not, Menschen in qualvoller Dönernot helfen. Denn ihr da draußen seid alle Menschen und jeden da draußen, der die Sucht hat, kann man helfen. Wie war der so, der Spruch, ne? Findest du das einfacher oder schwerer als mit dem elektrischen Ding? Ich bin etwas einfacher. Ich kenne das von Menschenopfer. Das sollte als Übung reichen. Wie geht die Kasse auf? Ich brauche das. Ja. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne auch einen Döner mit Cocktailsoße. Ja, im Moment. Schnell, die Prominenz wartet. Der nächste bitte. Hallo. Ja. Ein Pommdöner. Gerne. Zwei Pommdöner. Okay. Hä? Die Kasse öffnen? Das erstmal so? Ja. Katze. Erstmal drücken. Fertig. Pommdöner. Zweimal drücken. Ein. Ach hier. Ja. Das war. 11 Euro bitte. Okay. Sehr gut, ne? Ja. Oh, wenn ich mal so überlege, ne? Damals, meine Oma, die war Filialleiterin von Konsum, also hat dann irgendwann auch mehrere übernommen, die ist dann hin und her mal gefahren, aber vorher war die als Kassierer tätig und die mussten das alles noch selber zusammenrechnen. Ich würde dann dastehen. 1 plus 1, ich hab's gleich, warten Sie ganz kurz, sind 2, 3 plus 4... 3 plus 4 sind 7. Naja, wir haben schon mal ihre Gurke und ihren Salat. Den Rest. Ich hoffe, sie haben sich 10 Stunden Zeit genommen, denn es wird noch ein bisschen dauern. Aber meine Oma so im Kopf, so fertig. Na, heutzutage tippt sie nur noch ein. Du tippst nur noch ein. Die Digitalisierung trifft uns alle. Es gibt sogar bei uns ein Rewe, oder schon die, nicht nur Rewe, es gibt bei uns übelst viele Läden. Da gibt's nur noch Selbstbedienerkassen. Da gibt's, glaube ich, 1, 2 Kassen, die so offen haben. Aber die meisten benutzen das gar nicht mehr. Die ersten hatten so Angst. Oh, was ist das? Ach du Scheiße. Was ist das? Du, ne, wo man selber einscannen kann. Die ersten hatten übelst Angst so. Oh, Digitalisierung, das hat uns alle Angst so gemacht. Die ersten so wie so schüchterne Rehe so. Und jetzt heutzutage geht man da so hin, einscannen, bezahlen, tschüss. Ja, irgendwann, also deshalb, ich könnte, glaube ich, keinen mehr empfehlen, so eine Kassiererausbildung. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch direkt eine Kassierer? Zählt er dann mit zur kaufmännischen Ausbildung? Was willst du für ein Fleisch haben? Was gibt's denn? Willst du kein Gemüse? Doch. Kompost. Welches denn? Hähnchenfleisch nehme ich. Okay, das war das hier, ne? Hier. Ach so, ach ja, das habe ich ja gerade schon gemacht. Aber es macht euch Angst, seid ehrlich, die Digitalisierung macht euch Angst. Zwiebeln und... Welche Zwiebeln? Träumt davon. Die weißen? Ja. Keine weißen. Vielleicht liegt es einfach an der Kapuze. Ach, das ist das Krautsalat. Ich achso, dann, schon, ja, dann diese Zwiebeln? Ja. Ach so, okay. Huch! Dann arbeitet keiner mehr. Und dann weiße Zwiebeln. Noch mehr Katze. So. Für dich extra reingerotzt. Oh. Sehr gerne. Extra reingerotzt. Mit Liebe gemacht. Ja. Und gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den beiden Messern? Triggert sich zum Beispiel das größere Messer? Das elektrische macht mehr Spaß in deinem Gesicht. Nee, eigentlich nicht. So. Gut, sauber gut. Auch, ne? Bitte? Sauber auch. Nicht sauber. Das so, ist sehr gut. Ja, so, muss. Corona! Ja! Genau deswegen. Katzenfleisch! Na, gibt's hier auch Salz? Findest du, dass das hier eine größere Trigger-Situation für dich ist als zu Hause in der Küche? Also, wenn wir kochen? Tatsächlich irgendwie gar nicht. Ich
bin hier sehr konzentriert. Ich muss jetzt zugeben, dass ich bei uns manchmal nicht so konzentriert bin. Triggert dich das eigentlich immer mit dem Fleisch? Das kannst du gleich sagen. Ja. Deswegen würde ich es doch nicht sagen, du Idiot. Perfekt. Dann freue ich mal. Der Hitler. Auf mich, ne? Ja. Anstoßen? Genau. Und wie findest du, habe ich mich geschlagen? Scheiße, verpiss dich. War's gut? Alles gut. Echt, war super. Bombe. Alles Bombe, ja. Ja, genau. Alles 10 Punkte. Also würdest du mich theoretisch jetzt schon einstellen? Ja. Der. So. Ja, oh, alter Schaff, der kommt nie wieder. Der Blick sagt was anderes, aber der kann ja nicht vor der Kamera sagen, ja, ich würde dich einstellen. In Wirklichkeit denke ich so, nie wieder. Nie wieder. Also, ja, nee. Ja, war ganz cool. Nach 4 Jahren das erste Mal, dass ich nochmal in einem Restaurant gearbeitet habe, also richtig gearbeitet habe. Du hast schon mal in einem Restaurant gearbeitet? Ja, in Boy bei Meckes. So. ja, es war ganz cool, das nochmal so zu machen. Freddy könnte kurz zu ruhiger sein. Halt die Fresse, Freddy! Hast du irgendwelche Probleme wegen deinem Tourette-Syndrom? Nein, aber wegen deinem Gesicht. Ja, die gibt's immer. Ja, das ist halt schwierig. Und natürlich auch ganz lieben Dank an den geilen Döner in Köln, dass wir hier drehen durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne. Ich bin hyped, ich bin sehr gespannt. Katzengulasch. Für uns fertig gemacht. Sieht so gut aus. Oder? Ja, ja, es sieht mega aus. Ich möchte nur im Nachhinein mir noch eine Beschwerde kurz einreichen, Jan. Warum? Das ist kein Hähnchenfleisch. Das ist Hähnchenfleisch, stell dich nicht so an. Dann drück mal die... Entschuldigung. Ja, mach ich die Augen zu und mach durch. Oh. Ach, schon vorbei. Entschuldigung, ach, da kommt meine Luft wieder raus. Ich glaube, ich muss so wieder Döner spritzen. Ach, nee, ich sage das Gesundheitssystem muss in der Hinsicht auch ein bisschen interagieren. Aber war sehr cool, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das Bild gefällt mir irgendwie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte als Dönerverkäufer nicht arbeiten. Erstens, ich habe Probleme im Sommer mit den Schwitzen, das habt ihr ja gesehen. Witzigerweise, ich schwitze nur im Gesicht, nirgendwo anders. Ich bin pupstrocken, überall. Ich schwitze nur im Gesicht. Gut, das lag vielleicht dran, dass ich damals Tabletten genommen habe. Ich meine, Depression. Und dadurch, ja, einer der vielen, vielen Nebenwirkungen Schwitzen war. Keine Ahnung wieso, war einfach so. Aber naja, es hat mir echt gefallen. Ich könnte, wie schon gesagt, da nicht arbeiten. Das war mir viel zu warm. Und ich würde, glaube ich, auch ganz halt selber essen. So, wenn der Chef nicht hinguckt. So. Und das würde ich ganz halt machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ im nächsten Video. Bleibt dran. Und verpasst nix. Bis zum nächsten Mal.